Moin liebe Zuschauer, ich melde mich heute Morgen aus der Stadthalle in Boppard. Hier findet heute die Ausbildungsmesse statt. Soweit ich weiß, haben wir glaube ich 51 Betriebe hier. Und ich darf ganz recht herzlich den Herrn Neumann begrüßen. Der kommt von der Polizeidirektion in Koblenz, wenn ich das richtig weiß. Vom Polizeipräsidium Koblenz. Bin dort hauptamtlicher Einstellungsberater. Das heißt rund um Fragen zur Einstellung bei der Polizei Rheinland-Pfalz fürs Polizeipräsidium Koblenz zuständig. Also kann man im weitesten Sinne sagen, Sie sind auch für die Neuanwerbung neuer Mitarbeiter zuständig oder auch Auszubildender. Genau, das ist richtig. Wir suchen natürlich immer Nachwuchs für den gehobenen Polizeidienst. Da sind wir natürlich auf Messen wie hier heute vertreten. Wir sind in Schulen unterwegs. Wir machen natürlich auch persönliche Beratungen bei uns im Präsidium, auch auf den örtlichen Dienststellen wie hier in Boppard, auf allen Dienststellen. Wird natürlich auch Nachwuchswerbung betrieben, werden Fragen beantwortet und Veranstaltungen durchgeführt. Da sind wir sehr aktiv aktuell. Wenn man sich hier so umschaut, hier ist ja heute Morgen ein Riesenbetrieb, hatte ich so nicht erwartet. Ich bin das erste Mal heute hier. Wie erfolgreich sind Ihre Bemühungen, überhaupt in Kontakt zu treten mit jungen potenziellen Auszubildenden? Und wenn Sie mal so zurückschauen dann, also wie erfolgreich ist das Ganze, frage ich einfach mal. Wir sind generell sehr gerne bei diesen Berufsmessen vor Ort. Ja, der Zuspruch bei den Messen an unserem Stand ist immer sehr, sehr groß. Auch heute haben wir schon sehr viele gute Gespräche geführt. Von daher sind wir für jede Einladung dieser Art dankbar. Zukünftig, auch der Terminkalender ist sehr, sehr voll. Also auch nächste Woche zum Beispiel sind wir bei der nächsten Messe in Simmern vertreten. Wir waren letzte Woche bei einer großen Messe oder vorletzte Woche bei einer großen Messe in Koblenz unterwegs. Also da sind wir sehr zufrieden, dass wir da überall teilnehmen können und dürfen, eingeladen werden. Und ja, über den Zuspruch am Werbestand können wir uns nicht beschweren. Aber grundsätzlich müssen Sie heute viel mehr Bemühungen anstrengen, als das beispielsweise früher war? Oder habt ihr genauso viele Bewerber? Auch wir merken, dass der Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt zugenommen hat. Auch wir haben nicht mehr die Bewerberlage wie noch vor einigen Jahren. Auch das merken wir. Weshalb wir natürlich auch bestrebt sind, noch präsenter zu sein, noch mehr selber die Werbetrommel zu rühren mit eigenen Veranstaltungen und aber eben auch solchen Veranstaltungen wie hier heute. Super. Gibt es irgendwelche besonderen Bemühungen, sage ich mal so, im Hinblick in die Zukunft? Wollt ihr da was verändern? Wie ist überhaupt der mediale Auftritt, um solche potenziellen Auszubildenden zu bewerben? Arbeitet ihr auch schon mit Bewegtbildern? Wir sind seit mehreren Jahren jetzt schon recht erfolgreich unterwegs in den sozialen Medien mit einem eigenen Auftritt auf Instagram zum Beispiel der Polizei Rheinland-Pfalz, wo auch sehr viel beworben wird, was an Veranstaltungen ansteht, ja, dass man da eben Berufsberatung schon bewirbt. Wir sind schon viele Jahre Social Media mäßig unterwegs, Twitter, Facebook. Die Richtungen betreiben wir,
unserer Internetseite natürlich die Homepage, die wird ständig aktuell gehalten. Also da sind wir in letzter Zeit sehr, sehr aktiv. Aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht den persönlichen Kontakt sucht, mit eigenen Veranstaltungen eben, ja, hier vor Ort ist, auf den Dienststellen Veranstaltungen betreibt, um die Leute wirklich hautnah auch den Polizeiberuf ein bisschen erleben zu lassen. Dann sage ich vielen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Wie man ja sieht, das Interesse scheint groß zu sein und vielleicht wird es ja noch was mit neuen Polizeibeamten für Rheinland-Pfalz. Ja. Vielen Dank. Ich sage recht herzlichen Dank. Okay, schönen Tag. Gleichfalls. Tschüss. So, jetzt bin ich bei der Firma EJ. Maximilian, du bist jetzt hier für neue Mitarbeiter anzuwerben. Richtig. Die Zeiten sind schwierig, es ist nicht leicht. Was habt ihr hier Besonderes vorzutragen, um unter der starken Konkurrenz, die ihr hier heute habt, überhaupt Ansprechpartner zu gewinnen? Wir haben unser Blickfang, unsere schwebende Abdeckung dabei und halt hier so kleine Produkte zum Anfassen, die man gerne mal auch in die Hand nehmen kann, um zu sehen, was wir überhaupt machen. Persönliche Frage, du siehst auch noch recht jung aus. Wie lange bist du schon bei der EJ? Ich bin jetzt im vierten Lehrjahr, sprich ja, 4 Jahre fast. Ja, aber ich meine, es ist ja optimal, vom jungen Mensch zu jungen Mensch. Da kannst du deine Erfahrungen hier direkt den Jungs weitergeben, dir ein bisschen Lust auf den Job machen. Genau. Darf ich fragen, welche Abteilung, was du genau machst? Ich bin bei uns in der Stallabteilung im Moment eingeteilt und mache da den Zusammenbau. Haben wir auch was zusammen? Ich bin im ersten Leben gelernter Schlosser. Also, ja. Ja. Macht Spaß bei der EJ? Ja. Wie ist das Betriebsklima bei euch? Sehr familiär. Wir sind seit 150 Jahren Familienbetrieb, schon immer familiengeführt. Und so ist das auch bei uns. Also, wir sind im Büro per Du, wir sind überall per Du. Das Wort Sie gibt es bei uns nicht. Also nicht in der Firma intern. Also du kannst den Bobbern oder hier den potenziellen Bewerbern kannst du natürlich die Firma EJ nur empfehlen. Ja. Ja, definitiv. Also es ist schön. Es ist familiär, es macht Spaß. Wunderbar. Maximilian, ich sage vielen Dank für das kurze Interview und wünsche euch viel Erfolg hier auf der Dankeschön. Messe. Ja, danke. So, jetzt stehe ich hier bei den Kollegen vom Printbereich bei der Rheinzeitung. Das sind die härtesten Konkurrenten für uns. Nein, Spaß beiseite. Die Alexandra macht hier das Marketing, versucht hier Jugendliche anzuwerben, die sich eventuell bei euch ausbilden lassen wollen. Genau. Welche Berufszweige, welche Berufsbilder bietet ihr an? Also wir haben Industriekaufleute, ganz klassisch, die dann in allen verschiedenen Bereichen sind. Also klar, die sind auch in der Redaktion und wir im Marketing, im Vertrieb, Einkauf, also 13 verschiedene Bereiche haben wir. Und die durchlaufen in den 2 bis 3 Jahren alle Bereiche und je nach Schwerpunkt, den sie setzen, den wir setzen, nach Fähigkeiten, Fertigkeiten, worauf sie Lust haben, gucken wir dann immer, dass es dann immer mehr in die Richtung geht, um sie nach der Ausbildung übernehmen zu können. Genau. Dann haben wir noch Kaufleute Büromanagement, dann haben wir noch Tourismuskaufleute, haben nämlich noch einen Angelbereich, einen Reisebereich. Das ist auch mein Hobby. Ja, sehr gut. Also ganz, ganz spannend finde ich das. Also, und dann haben wir natürlich das Riesendruckhaus. Also wir drucken ja die Rheinzeitung und da gibt es Mechatroniker, Drucker, Anlagenführer, dann Fachkraftlager, Logistik. Und in den Bereichen suchen wir Azubis. Wie viele unbesetzte Stellen habt ihr im Augenblick im Ausbildungsbereich? Kann man das so ungefähr sagen? Nee, eigentlich zurzeit für 23 gar nicht. Für 24 suchen wir jetzt wie alle Firmen auch. Jetzt fangen wir damit an und haben teilweise schon Interessenten. Meine Kollegin kommt bald aus dem Urlaub zurück und dann fängt es dann richtig an. Jetzt seid ihr hier mit einer großen Konkurrenz belegt. Ich glaube, es sind insgesamt 51 Betriebe, die sich hier um, sag ich mal, potenzielle Azubis kämpfen, kann man das sagen? Nee. Habt ihr irgendwas Besonderes, um euch von den anderen abzuheben? Oder habt ihr euer Vorgehen in der letzten Zeit verändert, weil es ja auch immer schwieriger wird, die jungen Menschen zu erreichen, die auch offensichtlich nicht in ausreichender Anzahl vorhanden sind? Also ich finde, meine Kollegin, die Frau Hoffmann, das ist die Ausbilderin, die macht wirklich dieses 1:1 Betreuung von den Azubis. Also ich finde halt ganz wichtig, ich meine, ganz ehrlich, ein Azubi, wenn er in den kaufmännischen Bereich kommt, der kennt vielleicht von seinen Eltern her, ja, der ist im Einkauf, der ist im Controlling. Aber was heißt das wirklich? Was heißt das auch für mich in der Entwicklung als Mensch? Und da legt sie halt großen Wert drauf, dass die Leute alles kennenlernen und dann auch wirklich ihre Stärken und Schwächen dann sehen. Zu sagen, okay, die kommen teilweise an und sagen, ich will ins Marketing, ich will Kampagnen machen und stellen aber dann fest, okay, ich bin eigentlich viel besser im Verkauf oder ich bin besser im internen, im Einkauf etc.
Das finde ich schon sehr, also richtig toll, wie sie das macht. Das heißt, verstehe ich das jetzt richtig, der hätte dann die Möglichkeit, vielleicht auch umzuswitchen in einen anderen Bereich, der ihm besser liegt? Ja, es ist so, dass also von Vorgaben, Ausbildung muss ja alles gemacht werden. Und wir gucken halt, dass sie gegen Ende der Ausbildung immer mehr in die Abteilung reinkommen, wo sie dann auch ihre Heimat finden können nach der Ausbildung. Weil wir bilden halt nur aus für den Bedarf. Also nicht das nach dem Motto 10 Leute und davon bleiben 2 übrig, sondern wir wollen halt die Leute schon übernehmen. Das sind halt die Fachkräfte von morgen bei uns. Klingt alles super. Letzte abschließende Frage, Werge, habe ich den anderen auch alle gestellt. Wie ist das Betriebsklima bei euch? Ich finde es super, weil gerade, also ich komme eigentlich aus der IT, das war mein vorheriger Arbeitgeber und ich finde es bei der Rheinzeitung so spannend, weil es so verschiedene Gewerke sind, wie beim Hausbau. Also Redakteure sind halt ganz anderer Menschenschlag als Personaler, als Marketingleute, als Zusteller, die unsere Zeitung zustellen. Das finde ich halt total spannend. Also, und als Personaler lerne ich halt alle kennen und das macht halt das Unternehmen aus, finde ich. Ich sage vielen Dank für das nette Gespräch und wünsche euch viel Erfolg, dass ihr auch die Anwerber findet, die ihr braucht. Und ich finde das auch toll, dass ihr wirklich nur für den Bedarf Mitarbeiter sucht, dass die nachher nicht auf der Straße stehen, kein Jobber. Obwohl das Risiko, glaube ich, heute recht klein ist. Wir müssen eigentlich viel mehr ausbilden. Genau. Ne? Also das sieht man ja einfach auch von der, sagen wir mal, von der Alterspyramide her in den Firmen, also gerade so im Bereich kaufmännischen Bereichen. Ja, die Leute, das sieht man halt, die Boomer gehen bald. Gell? Und da muss man ausbilden, ob es in der redaktionellen ist oder im kaufmännischen Bereich. Sonst ist in 10 Jahren alles tot. Absolut. Ich sage vielen Dank für das tolle Interview und vielleicht gibt es ja mal irgendwie eine Zusammenarbeit. Dankeschön. Ich stehe hier heute beim Stand von der Bethesda St. Martin. Die betreiben das alte Pflegeheim Haus Elisabeth, was, glaube ich, unterhalb der Zeil ist, wenn ich das richtig weiß. Richtig, genau. Und ihr seid auch hier, um junge, neue Mitarbeiter zu werben, was ja dieser Zeit recht schwer ist. Wie erfolgreich seid ihr? Es geht. Die Zahlen waren schon stärker. Im Moment ist ein bisschen flau mit den Auszubildenden, aber wir erhoffen uns von der Messe, dass das nochmal angekurbelt wird. So, in den letzten Jahren lief das eigentlich gut, aber der Konkurrenzkampf wird größer. Wir haben auch hier, glaube ich, 51 Aussteller. Da ist schon ein harter Konkurrenzkampf, ne? Ja, richtig. Und gerade jetzt die Krankenhäuser durch die neue Pflegeausbildung mit der Generalistik, Pflegefachmann, Pflegefachfrau, hat sich die Ausbildung stark verändert. Wir haben zwar Generalisten in der Ausbildung, aber die wandern dann zum Teil auch ab ins Krankenhaus. Ramona, recht herzlichen Dank fürs Interview. Gerne. Ich wünsche euch viel Erfolg und ihr steht hier direkt hinter der Tür. Vielleicht müsst ihr hier nur so eine, sag ich mal, so eine Bar aufstellen, die erst immer alle zu euch kommen. So als Tipp. Leute, ihr glaubt's nicht. Ich dachte, ich wäre ein Dinosaurier. Mich gäbe es noch einmal. Hier gibt es noch einen Frank. Schönen guten Morgen. Frank, du bist hier für die Stiftung, für die BESG GmbH oder auch für die Bethesda, Stiftung Bethesda stehe ich hier. Wir machen meistens so einen kombinierten Stand, die Stiftung Bethesda mit den Wohnangeboten für die Betreuung psychisch kranker Menschen und die Firma BEST als Integrationsfirma, ein Zweig der Stiftung Bethesda. Und wir machen das hier so in Union, was Sinn macht. Mir fällt das immer ein bisschen schwer, da auseinanderzuhalten, welcher Bereich für was zuständig ist, aber das muss man ja gar nicht so genau wissen. Was habt ihr den potenziellen Bewerbern anzubieten oder was lasst ihr euch Besonderes einfallen, unter diesem großen Konkurrenzkampf hier überhaupt Bewerber anzuziehen? Weil es ist ja derzeit nicht leicht, glaube ich. Sag mal, wichtig ist ja mal zu wissen, die Stiftung betreut und assistiert psychisch kranken Menschen im Alltag. Das ist unser Hauptgeschäft. Das tun wir in unterschiedlichen Arbeitsbereichen, in der Wohneinrichtung mit dem umfassenden Hilfeangebot, früher hat man Wohnheim gesagt, der ambulanten Betreuung, in der Tagesstätte, im Modul für die Tagesbeschäftigung und der Werkstatt für Behinderte. Und ich glaube, das zeichnet uns schon ein Stück weit aus, diese Vielfältigkeit, und dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben, auch für die Schwächsten da zu sein und jedem möglichst ein Hilfeangebot zu machen. Da haben wir was gemeinsam, das ist auch so ein bisschen mein O-Ton. Ich will den Menschen in den Mittelpunkt rücken und denen eine Stimme geben, die sonst leicht überhört werden. Genau. Das ist immer der Grund, warum ich manche Dinge einfach kritisch hinterfrage, auch wenn das nicht immer gern gesehen ist. Da stößt man doch schon mal auf Ablehnung, aber ich habe ein dickes Fell, ich kann das ertragen. Aber habt ihr was geändert gegenüber den letzten Jahren? Weil es ist ja wirklich so, es ist schwierig für euch geeignete Bewerber auch in ausreichender Stückzahl zu finden. Und da muss man ja eigentlich schon sich besonders was einfallen lassen. Was habt ihr euch einfallen lassen?
das wird halt immer schwieriger. Ich sage mal, auch die Stiftung ist händeringend auf der Suche nach Fachkräften. Ja? Wir sind, das ist ein Grund zu sagen, hier sind wir präsent, um den Nachwuchs zu binden, aber suchen natürlich auch fertig und qualifizierte Mitarbeiter, die dann direkt bei uns starten können. Wir werben halt einfach mit der Vielfältigkeit, mit einem bunten Team, mit netten Kollegen, mit guten Ausbildungsmöglichkeiten, guten Fortbildungsmöglichkeiten. Und ich denke, das kann man auch sagen, wir zahlen nach Tarif, ja, oder die Stiftung zahlt nach Tarif mit allen Vor- und Nachteilen, die das so mit sich bringt, und hoffen, dass es einige Leute anspricht, bei uns zu starten. Wir sind offen für qualifizierte Mitarbeiter, aber auch für ungelernte, nicht qualifizierte Mitarbeiter, die mit Lebenserfahrung zu uns kommen, weil ich sage mal, uns zeichnet aus in der Mitarbeiterschaft, dass wir Empathie haben, Empathie für die Menschen, die wir betreuen. Und einfach das im Alltag, in der Assistenz unserer zu Betreuenden mitbringen und an den Tag, an den Mensch bringen. Das ist so das Wichtige. Du sagtest eben, ihr habt ein cooles Team, also die Zusammenarbeit ist gut. Das ist nämlich eine Frage, die ich allen gestellt habe. Wie ist das Betriebsklima bei euch? Wie würdest du das beschreiben? Also ich halte es für gut. Viele Mitarbeiter bei uns sagen, hier arbeite ich gerne, ja, und machen das deshalb auch schon über eine lange Zeit, kann ich für mich auch sagen. Bin bei dem Verein auch schon über 20 Jahre und mir gefällt das Arbeitsklima und ich finde, der große Vorteil ist auch, man kann das Klima mitgestalten. Ja, und dann hängt es auch ein bisschen an jedem selbst zu sagen, ich tue auch was dafür, aber ich halte das Klima für gut, für abwechslungsreich und kann auch sagen, es ähnelt kein Tag dem anderen. Ja, aber das hat auch damit zu tun, dass wir Menschen betreuen. Also damit habt ihr kein Alleinstellungsmerkmal, das ist bei mir auch so ein Job, Werbetechnik oder Videokanal, da hast du jeden Tag was Neues, aber das macht die Sache so interessant. Ja. Frank, recht herzlichen Dank. Gerne. Okay, das reimt sich sogar. vielen Dank und ich wünsche euch viel Erfolg. Herr Bootsmann, Kronfurt. Stabshochschule. Darf ich mit Vornamen ansprechen? Peter. Gerne. Peter? Ja. Ich bin der Frank. Hallo. Hallo Frank. Peter. Du bist schon länger bei der Bundeswehr, vermute ich, aufgrund deines Dienstgrades. Was bist du, Oberbootsmann? Stabsbootsmann bin ich, die meiste Ebene im Endeffekt. Bin Soldat seit 2. April 1991. Das muss ich ja sagen, sieht man dir gar nicht so an. Danke. Bist du nämlich so guten Zehner wird dann. Also ich bin Baujahr 62, war 80 bis 85 beim Bund. Als ich weg bin, das 6 Jahre später hast du übernommen. Genau. Da haben wir ja immer ein paar gute Leute braucht es ja. Also. Wir wollen natürlich immer gute Leute, weil alles, was wir machen, braucht man Spezialisten. Spezialisten brauchen gute Ausbildung, um Technik zu beherrschen, um alles so zu machen, dass es funktioniert, weil wir natürlich im sicherheitsrelevanten Bereich tätig sind. Und da brauchen wir eben Fachleute und Spezialisten. Und davon jede Menge. Wie habt ihr euch aufgestellt unter diesem starken Konkurrenzdruck hier? Ich glaube, es sind heute 51 Betriebe hier, die alle um neue Mitarbeiter buhlen. Was macht ihr anders oder wie geht ihr vor und wie erfolgreich seid ihr damit? Erfolg kann man nicht spontan messen. Das wird man eben zukünftig sehen im Endeffekt. Wir haben hier sehr junge Schülerinnen und Schüler, die unterwegs sind. Das heißt, das Hauptaugenmerk liegt tatsächlich auf der zivilen Ausbildung, wo wir eben sehr viel ausbilden, über 60 Ausbildungsberufe, die wir in dem Bereich auch ausbilden. Und wir bilden alles von Anlagenmechaniker bis zahnmedizinische Fachangestellte aus, also von A bis Z. Was wir nicht ausbilden, sind Kindergärtnerinnen und Kindergärtner und Altenpfleger. Ich wollte gerade sagen, das Berufsangebot ist riesig. Du bist jetzt aber nicht nur hier für die Marine, sondern fürs Heer im Allgemeinen, oder? Also wir stehen für die gesamte Bundeswehr. Wir gehören ja zum Bundesamt für Personalmanagement und genau eben zum Karrierecenter in Mainz mit dem Karriereberatungsbüro in Koblenz. Wir sind für den ganzen Bereich zuständig, rechte, linke Rheinseite und sind dafür da, um zu informieren über Möglichkeiten als Soldat, als auch in der zivilen Karriere. Und wie ist so die Resonanz? Ist gut oder? Wir haben eigentlich immer eine sehr gute Resonanz. Erstens sind wir attraktiv. Zweitens sind wir in einem Bereich, wo es viel Bundeswehr gibt, wo es viele Multiplikatoren gibt, die auch darüber zu Hause reden, positiv reden. Dadurch kommt man auf uns ganz automatisch und dann können wir auch in der Regel ein gutes Angebot machen. Ich sage recht herzlichen Dank für das kurze Interview und ich wünsche euch viel Erfolg, dass ihr gute Bewerber findet, weil dieser Tage ist die Weltpolitik recht schwierig. Da brauchen wir gute Soldiers, gut Deutsch und kommt hier hin, hier gibt es gute Jobs.
Vielfältig. Achso, habe ich die anderen auch gefragt. Wie ist denn so das Betriebsklima in der Truppe? Gut, tatsächlich gut. Es ist natürlich wie überall, es gibt immer auch mal schwierige Situationen. Aber gerade Soldaten, Kameradschaft ist so ein Thema, funktioniert. Das heißt, so dieses Binnenklima ist in Ordnung. Und wenn es Herausforderungen gibt, gilt sie zu bearbeiten und positiv in die richtige Richtung zu lenken. Und dann funktioniert das in der Regel auch. Dann habe ich jetzt ich moderiere gerade ab und dann habe ich noch so eine andere Frage. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Interview und viel sehr Erfolg gerne. Hier. Ja, und ich könnte mich auch nochmal bewerben, würde mich auch nehmen. Ich bin schon ausgebildet, ich bringe schon Dienstgrad mit. Kommt auf an, muss man drüber reden. Gibt ja viele Möglichkeiten. Aber ich muss wahrscheinlich auch den schriftlichen Weg einschlagen, so mit Passfoto, Bewerbungsschreiben. Bewerbung, zwei Möglichkeiten, militärisch immer über die Karriereberater. Also wer was wissen möchte über uns, dann auch die Bewerbung über uns. Und zivil immer über unser Portal bundeswehrkarriere.de. Ich muss mir das mal anschauen. Vielen Dank. Bitteschön. Ciao. So, liebe Zuseher, ich bin jetzt hier bei dem Stand von der BOMAG und hier habe ich die Veronika. Und die Veronika ist auch hier, um in diesem harten Wettbewerb mit 51 anderen Bewerbern irgendwie neue Mitarbeiter zu finden. Wie gelingt euch das? Wie erfolgreich seid ihr und habt ihr euch dafür was Besonderes einfallen lassen? Ja, also wir sind hier auf den Ausbildungsmessen in der Region vertreten und versuchen vor allem Sichtbarkeit zu erlangen, also auf uns aufmerksam zu machen, haben unseren neuen Messestand hier dabei, verteilen ganz viele Goodies und werben mit unserer neuen Auszubildendenbroschüre auch für unsere Ausbildungsberufe, die wir anbieten. Welche Berufe sind das, die bei euch jetzt finden können oder Ausbildungsplätze? Also wir haben viele Ausbildungsberufe im gewerblichen Bereich gerade, zum Beispiel Industriemechaniker, Mechatroniker und Konstruktionsmechaniker, aber auch im Verwaltungsbereich, also die Ausbildung zum Industriekaufmann oder der Industriekauffrau, das bieten wir auch an. Zusätzlich natürlich noch Fachkraft für Lagerlogistik, ist ein Ausbildungsberuf, und der Fachinformatiker oder Fachinformatikerin. Veronika, wie lange bist du selbst jetzt bereits bei der BOMAG? Ich bin seit 2018 bei der BOMAG, habe dort als Werkstudentin angefangen und bin jetzt seit 2022 mit dem Studium fertig und dort im Personalbereich tätig. Okay, ich habe die anderen auch alle gefragt, wie ist denn das Betriebsklima bei der BOMAG? Das Betriebsklima ist sehr gut bei der BOMAG. Wir haben ganz viele langjährige Mitarbeiter. Also bei uns spricht man auch von dem gelben Blut, das durch die Adern der BOMAGler fließt, weil die so lange bei uns sind. Und wir haben sehr flache Hierarchien. Der Umgang ist sehr respektvoll miteinander und wir haben auch so einen kooperativen Führungsstil. Also da legen wir sehr viel Wert drauf, dass der Umgang auf Augenhöhe stattfindet. Veronika, ich sage recht herzlichen Dank für das kurze Interview. Also ihr habt gehört, wenn ihr irgendwas sucht im Handwerksbereich oder im kaufmännischen Bereich, meldet euch hier bei der Veronika. Wie kann man dich erreichen bei der BOMAG? Also auf unserer Homepage, auf der Karriere-Website, da gibt es ganz viele Informationen zu unserem Ausbildungsangebot, also was wir so anbieten. Da findet man auch meine Kontaktdaten und ich bin jederzeit telefonisch oder per Mail auch erreichbar. Also, jetzt gibt es keinen Hinderungsgrund mehr. Ihr wisst jetzt, wie ihr sie erreichen könnt, die Veronika. Die ist dann für euch da und berät euch. Und ich wünsche viel Erfolg hier und dass ihr das findet, was ihr braucht. Ja? Ja. Dankeschön. Ich möchte mich auch noch bedanken und auch nochmal der IHK einen Dank aussprechen, dass die hier so eine tolle Ausbildungsmesse möglich machen. Ja, finde ich auch. Ich glaube, das braucht man auch heute. Es ist nicht leicht, an neue Mitarbeiter zu kommen. Das auf jeden Fall. Dankeschön. Ja. Gerne. So, liebe Zuschauer, ich stehe jetzt hier bei der DFH, DFH Haus GmbH, und die Lisa will uns ein bisschen einen O-Ton geben. Was macht ihr überhaupt? Also die DFH baut Fertighäuser aus Holz. Wir sind momentan immer noch Deutschlands größter Fertighaushersteller. Und sind hier auf der Ausbildungsmesse in Boppard natürlich, um neue Azubis zu finden. Weil wir so ein großes Industrieunternehmen sind, können wir auch relativ viel anbieten. Also wir bilden 7 Ausbildungsberufe aus, vom Zimmerer, der die Häuser wirklich baut, über die Jungs in der Produktion, die alles am Laufen halten, Elektro-, Industriemechaniker haben wir dabei. Wir haben aber auch ITler und natürlich auch die Bauzeichner, die Pläne machen für die Häuser und sind da relativ breit aufgestellt, sind auch hier heute ganz happy, also waren viele, viele junge Menschen da, die interessiert waren.
Und ja, schauen wir mal. Wir hoffen, dass wir vielleicht ein paar potenzielle Azubis hier gefunden haben. Für welche Berufe genau sucht ihr jetzt Auszubildende? Für alle die, die du eben genannt hast? Oder sind das jetzt nur bestimmte, für die ihr Auszubildende benötigt? Also grundsätzlich suchen wir für alle Berufe oder wir bieten alle Berufe an, auch besonders Praktika, weil da merken wir, das ist so ein Thema, viele wissen noch gar nicht so richtig, was sie machen. Und wir haben natürlich, weil wir so ein großes Unternehmen sind, auch Möglichkeiten, viel Praktikumsplätze anzubieten. Was wir besonders händeringend suchen, sind Zimmerer. Also im Handwerk generell, das ist uns eigentlich ganz wichtig, dass wir dafür ein bisschen mehr begeistern können und wir brauchen auch dringend Zimmerer, Azubis, also Fachkräfte im Handwerk. Ja. Wie gelingt dir das jetzt, die für diesen Beruf zu begeistern? Weil ja, ich sag mal, das ist ein Job, da muss er, die sind ja immer am Wetter, ja, sie sind bei jedem Wetter draußen, obwohl es ja natürlich auch, glaube ich, noch Schlechtwetterzeiten gibt. Aber im Grunde genommen ist ja ein harter Job. Wie könnt ihr Leute dafür begeistern? Was macht ihr? Also unser Vorteil ist, dass wir sagen immer ganz gerne bei den Zimmerern, Industrieproduktion meets Handwerk. Die Zimmererausbildung ist bei uns halt so aufgestellt, dass wir wirklich dieses klassische Handwerk beibringen. Da steht ein Zimmerermeister, der kümmert sich um die Azubis in der Lehrwerkstatt mit eigenem Werkzeug. Da ist alles vorhanden. Aber wir haben halt auch eine industrielle Produktion, wo im Prinzip das Haus von vorne bis hinten einmal durchproduziert wird und der Azubi kann jeden Step vom Hausbau verfolgen, aber zu guten Konditionen, guten Bedingungen, Arbeitsbedingungen hattest du ja eben angesprochen, weil wir die sind in der Halle. Es ist trocken, Fußbodenheizung. Man ist im Team, man hat alle Werkzeuge da. Klar, wir haben auch die Teams, die rausfahren. Wir haben natürlich auch die Fertighausmonteure später. Aber jetzt für die Ausbildung ist es erstmal ein gutes Rundum-Paket. Man kann sich alles angucken, alle Bereiche angucken, hat eine gute Betreuung und hat dann später alle Möglichkeiten, weiterhin in der Produktion zu arbeiten, rauszufahren, Kundendienstmonteur zu werden und Reparaturen durchzuführen, einen Meister zu machen. Also da bieten wir halt ein relativ breites Spektrum. Wenn natürlich aber jemand so ein Naturtyp ist und der möchte gerne ins Wetter und der möchte gerne aufs Dach, dann ist das bei uns in der Ausbildung erstmal nicht so, aber hinten raus möglich. Begeistern, man hört es ja hier im Hintergrund auch, wir haben einen Hauklotz mitgebracht, der kommt heute total gut an. Ich höre das Hämmern schon den ganzen Tag hier in der Hand. Ja, also mein Ohr ist auch schon so ein bisschen, aber unser Motto ist immer, mal machen lassen, ausprobieren lassen, ist ganz wichtig. Einfach mal einen Hammer in die Hand geben, mal gucken, wie fühlt sich das an, wie komme ich zurecht. Und das machen wir auch ganz viel über Praktika oder dass wir die Schulen zu uns einladen, einfach mal machen lassen. Die müssen das mal ausprobieren und mal gucken, wie sie sich damit fühlen. Und dann merkt man ganz schnell, das mag ich gar nicht, das kann ich auch gar nicht gut. Also ich hatte hier schon viele heute, da hat das gar nicht geklappt mit dem Hämmern. Und andere merken direkt, oh, das kann ich aber ganz gut. Vielleicht sollte ich mich darüber mal informieren. Ja. Also wie schon gesagt, wir sind alle verschieden, ne? Man muss den richtigen finden. Zwei abschließende Fragen habe ich noch. Wo ist euer nächster Standort? Und wie ist das Betriebsklima bei euch? Also unser Hauptsitz ist in Simmern im Hunsrück. Wir haben auch gar keinen anderen Standort für die Produktion und für die Verwaltung. Klar, wir bauen deutschlandweit Häuser, also bei uns im Außendienst, die sind auf Montage in ganz Deutschland unterwegs. Das kann man auch machen, wenn man das gerne möchte. Betriebsklima ist, muss man dazu sagen, die Baubranche leidet gerade ein bisschen. Da muss man auch keinen Hehl draus machen. Trotzdem sind wir eigentlich sehr familiär miteinander. Es ist auch noch so, dass man sich viel untereinander kennt. Ich meine, ein Unternehmen, das im Hunsrück sitzt, viele kommen auch aus dem Hunsrück, man kennt sich. Viele kennen jemanden, der bei uns arbeitet. Viele fangen bei uns an, weil sie vielleicht schon jemanden kennen, der bei uns arbeitet. Also es ist schon noch sehr, wir reden schon oft noch von der DFH-Familie. Das ist eigentlich so ein Wort, das bei uns schon noch existiert, ja. Lisa, ich sage recht herzlichen Dank für das kurze Interview. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass ihr das findet, was ihr hier braucht und euch hier gegen die Konkurrenz durchsetzen könnt. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ja, war doch super. Hallo Frank. Du kommst von der Firma Schnorfall. Ich glaube, ihr seid im Baubereich, Tiefbau. Genau, wir sind im Bereich Tief- und Straßenbau. Tief- und Straßenbau, genau. Wir feiern dieses Jahr 75-jähriges Jubiläum. Wir sind Inhaber geführt. Inhaber geführt und mit mittlerweile knapp über 900 Beschäftigten. Wir bilden in 13 verschiedenen Ausbildungsberufen aus und war richtig viel Interesse hier da heute, muss man wirklich sagen.
Ja, ich habe auch gesagt, der Laden war voll, kann man wirklich sagen heute. Aber es sind natürlich auch viele Mitbewerber, sag ich, die sich um die paar dann streiten und es ist schwer. Habt ihr irgendwelche besonderen Aktionen, wie ihr vorgeht, um überhaupt noch Bewerber zu erreichen? Oder fliegen die euch noch so zu? Nee, dass sie zufliegen, das ist vorbei. Wir machen verschiedene Sachen. Wir sind präsent, wir sind auf Messen, wir haben Programm Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Wir sind aktiv auf den sozialen Medien. Das sind eigentlich die Bereiche, wo wir sehr, sehr erfolgreich sind. Und wir müssen uns, denke ich, mit 75-jährigem Bestehen auch nicht verstecken. Wir zahlen nach Bautarif, das heißt auch die Vergütung für die Azubis ist wirklich überdurchschnittlich. Und wir haben einen relativ guten Ruf hier in der Region und das spricht letztendlich auch für uns. Aber man muss halt was tun. Von eingeflogen kommen sie nicht mehr. Wie lange bist du selbst schon bei der Firma? Ich bin jetzt ziemlich genau 2 Jahre dabei. Und wie ist das Klima? Habe ich alle anderen auch gefragt, wie ist das Klima in der Firma? Bei uns in der Firma, das Klima, wir sind Inhaber geführt. Das heißt, bei uns spielt das Klima eine große Rolle. Wir machen verschiedene Events, gibt Skifahren, wird gegrillt. Wir hatten jetzt ein riesengroßes Event, 75-Jahr-Feier bei uns mit allen ehemaligen und Familienangehörigen. Die Familie Schnorfeil ist vor Ort, die ist zugegen, die ist greifbar. Bei uns ist man keine Nummer, man spielt da schon eine Rolle und wird auch irgendwo gewertschätzt. Und das kann man eben nur erleben, wenn man bei uns mal gearbeitet hat und da brauchen wir uns auch nicht verstecken. Der Chef ist doch selbst mit in der Firma. Wo ist euer Standort eigentlich? Der Standort, der Hauptsitz von uns ist an der Mosel in Dreisgaden. Und der Chef, die zweite und die dritte Generation, die sind bei uns vor Ort. Das heißt, irgendeiner von den Schnorfeis ist immer da. Prima. Frank, ich sage recht herzlichen Dank für das kurze Interview. Wünsche euch viel Erfolg hier, dass ihr alles findet, was ihr sucht. Und bis zum nächsten Mal. Recht herzlichen Dank. Dankeschön. Danke auch. Ciao. So, liebe Zuschauer, jetzt stehe ich hier noch in einem anderen Teil der Halle. Und hier sind die Leute vom Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, die auch das Bobberter Krankenhaus unter Betreuung oder zu euch gehört. Ja? Genau. Ihr seid zu dritt hier, starkes Team. Wie läuft die Veranstaltung für euch? Wie erfolgreich wart ihr beim Werben um neue Mitarbeiter? Oh, es war sehr erfolgreich heute. Also wir haben sehr viele Beratungsgespräche hier durchgeführt. Es war eine sehr junge Klientel, die nicht direkt, aber so zur Orientierung in Richtung Pflege, ja, war sehr erfolgreich. Ja, ich kann mich nur anschließen. Also wir sind stetig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern und Kollegen in der Pflege und nehmen halt solche Messen gerne mit, um für unsere Berufe zu werben, um für unser Klinikum zu werben und für uns eine erfolgreiche Veranstaltung. Also was für Berufe sucht ihr jetzt genau? Genau, Pflegefachmann, Pflegefachfrau, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Was mich sehr heute gefreut hat, dass das Interesse tatsächlich auch an den Pflegeberufen oder an den Gesundheitsberufen sehr groß war. Wir haben sehr viel Infomaterial ausgetauscht miteinander. Es kamen sehr, sehr viele Fragen. Viele kannten das Gemeinschaftsklinikum natürlich hier mit Boppert, dem Standort. Ist es ja auch immer bildlich da und haben sehr großes Interesse gehabt. Natürlich bilden wir auch im Bereich der Physiotherapie aus oder auch im Büromanagement, kaufmännische Berufe oder auch IT. Weil so ein großes Unternehmen wie wir sind, wir müssen ja untereinander kommunizieren und es muss direkt was funktionieren. Und das Interesse war wirklich sehr, sehr groß und das hat mich sehr gefreut, dass auch viele junge Menschen an so sozialen Berufen im Gesundheitswesen Interesse haben. Wie ist das Betriebsklima in der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein? Ich habe die anderen das auch immer gefragt. Genau, also ich habe tatsächlich in dem Klinikum vor 23 Jahren meine Ausbildung gemacht. Ich habe sehr viele Möglichkeiten gehabt, mich fortzubilden, weiterzubilden, Teil des GK zu sein. Und das Klima ist wirklich sehr gut und da ich schon so lange da bin, kann ich auch definitiv sagen, ich bleibe auch dort und bin gerne dort. Also wenn ihr in den Pflegeberuf einsteigen wollt, ich finde, wenn ich das hier so höre, ist das Klima hier okay, könnt ihr hingehen, ihr könnt euch hier mal informieren. Es gibt also noch andere Berufe mehr. Ich sage vielen Dank für das kurze Interview und wünsche euch viel Erfolg hier auf der Veranstaltung und dass ihr alles findet, was ihr benötigt. Dankeschön. Ja? Dankeschön. Ich habe zu danken. Bis später. So, jetzt stehe ich hier bei der Volksbank Rhein-Nahe Hunsrück AG. Früher mal die Volksbank Boppert, aber schon lange vergrößert und fusioniert. Ja. Der Kurt und der Konstantin von der Volksbank stehen hier und ihr buhlt genau wie anderen, ich glaube 50 Konkurrenten hier um neue Mitarbeiter für euch. Ich glaube, es ist noch nicht leicht.
Wie geht ihr vor? Habt ihr irgendwie neue Maßnahmen ergriffen und wie erfolgreich seid ihr heute hier? Ja, also für uns war es wieder eine sehr gelungene Veranstaltung, sehr interessante Gespräche, wenngleich auch viele Jugendliche noch ein bisschen orientierungslos sind. Geschuldet am Alter, sie sind noch relativ jung und Ausbildung oder beruflich oder schulische Weiterbildung ist für die teilweise noch ziemlich in weiter Ferne. Aber wir rekrutieren unsere Nachwuchskräfte, unseren Ausbildungsnachwuchs überwiegend aus Praktika, die wir jetzt Gott sei Dank nach Corona wieder anbieten können. Wir präsentieren uns in Schulen, wir gehen in die Schulen, bieten Berufsstarter-Workshops an und natürlich wieder die Ausbildungsmessen, die ja mittlerweile auch wieder stattfinden zu Zeiten von Corona, was für uns natürlich sehr schwierig ist. Junge Leute für die Ausbildung gewinnen zu können. Mittlerweile stellen wir eine Kehrtwendung wieder fest und haben auch schon für das neue Ausbildungsjahr 5 Auszubildende einstellen können. Wie wichtig ist für euch der Social-Media-Auftritt und wie betreibt ihr den? Seid ihr da schon aktiv, zum Beispiel auf Facebook, Instagram, Twitter, was es da alles gibt? Oder wie geht ihr vor, um neue Potenzial? Ich meine, ihr werdet hier direkte, wenn ich das verstanden habe, direkte Bewerber schwierig erreichen, aber man muss sich denen ins Gedächtnis, sag ich mal, einschweißen, damit sie an euch denken, wenn denn die Berufswahl denn vor der Tür steht, wenn ich das richtig verstehe. Also wir bespielen die Social-Media-Kanäle sehr, sehr stark. Wir haben Instagram-Account, Facebook. Wir sind sehr stark im Internet vertreten und nutzen das auch, und weil so erreichen wir die jungen Leute. Wir sind jetzt auf dem Azubio-Portal vertreten. Also das ist der Weg, den wir auch künftig gehen werden, verstärkt. Dein Kollege sieht noch ein bisschen jünger aus. Hallo. Wie lange bist du schon bei der Volksbank? Ich bin seit letztem Jahr im August, habe ich hier angefangen in der Volksbank und bereue es zumindest jetzt noch nicht. In Boppard oder wo bist du? Ich bin in Bad Kreuznach gerade, mittlerweile schon in den Fachabteilungen eingesetzt, im Kreditmanagement, und es macht echt Spaß und ich finde es immer noch interessant. Ja, besseres Beispiel für einen begeisterten Mitarbeiter konntest du gar nicht mitbringen. Also der ist ja wirklich, also dir macht das richtig Spaß, du hast das gefunden, was du suchst. Ja, genau. Kannst das auch den neuen Bewerbern empfehlen? Was muss man für Voraussetzungen mitbringen, damit man sich da wohlfühlt? Wie würdest du dich beschreiben? Was bist du für ein Typ? Boah, bist du so mehr im Buchhalterischen unterwegs oder mehr so an der Kundenfront? Also ich denke, ich habe Freude daran, mit Menschen in Kontakt zu treten. Sei es, wenn es dann ein Kunde am Schalter ist, dann auch mal sich zu unterhalten. Also du fühlst dich echt wohl bei der Volksbank. Wie ist denn das Betriebsklima bei euch? Ist ja auch wichtig, ich habe das all die anderen auch gefragt, um mal so nach eigener Einstellung, wie ist das Klima bei euch in der Firma? Also ich glaube, sagen zu können, dass wir eine sehr große Mitarbeiterzufriedenheit haben. Wir messen das auch immer, alle 3 Jahre machen wir eine Mitarbeiterbefragung und bekommen dort immer ein sehr, sehr positives Feedback. Und ich bin sicher, wir sind da auf einem richtig guten Weg und wir tun sehr, sehr viel für eine zufriedene Mitarbeiterschaft. Wir suchen Auszubildende für die klassische Ausbildung Bankkaufmann, Bankkauffrau, und wir suchen junge Leute, die den dualen Studiengang Bachelor of Arts absolvieren möchten. Das ist ein dualer Studiengang in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Prima. So, vielen Dank. Also ihr wisst jetzt, wo ihr euch hinwenden könnt. Wenn das einer der Berufe ist, nachdem ihr euch sehnt, dann seid ihr hier bei der Volksbank Boppard richtig. Beziehungsweise Volksbank Rheinau-Hunsrück. Aber wir haben ja hier eine Niederlassung in Boppard. Genau. Da gibt es auch Arbeit. Ne? Selbstverständlich. Ich sage euch vielen Dank für das kurze Interview. Wünsche euch weiterhin hier viel Erfolg auf der Messe. Vielen Dank. Und dass ihr euren Bedarf hier hoffentlich decken könnt. Ja. Wir sind da ganz optimistisch. Dankeschön. Super. Ciao. Ciao.